Heute und auch morgen wird ohne Kommunikation oder Telekommunikationssatelliten oder Satellitentechnik im Allgemeinen fast nichts möglich sein. Wir haben etwa 700 Satelliten, die Geräte und Komponenten von TESAT an Bord haben. Und der Bereich ist sehr weit. Überall da, wo Kommunikation im Vordergrund steht, sind TESAT-Geräte beteiligt. Die moderne Kommunikation bedeutet für uns alle, dass wir mehr Daten zu jeder Zeit überall auf der Welt zur Verfügung haben wollen. Mit Erdbeobachtungssatelliten sind wir im Allgemeinen in der Lage, die Welt zu kartieren und die Veränderung über die Zeit festzustellen. Kartieren heißt im Endeffekt, eine genaue Lagebild darzustellen, wie gewisse Bereiche sich entwickeln. Und somit können wir sehr frühzeitig auch Umweltorganisationen damit unterstützen, Forecast zu machen, wie sich gewisse Themen entwickeln. Die Raumfahrt trägt mit sogenannten Satellitenkonstellationen zum Internet in the Sky bei. Damit kann man eine wirklich globale Kommunikationsmöglichkeit erreichen. Man erreicht also auch Gebiete, die mit terrestrischen Kommunikationsmöglichkeiten nicht erschlossen sind. Wir bauen hier Modulatoren, wir bauen hier Röhrenverstärker, wir bauen auch die neue Generation der digitalen Verstärker, auch Laserkommunikationsterminals. Im Endeffekt, jede Antenne oder jeder große Satellit, der heute im Einsatz ist, hat Equipment von der Firma TESAT an Bord und wird damit auch, sage ich mal, ein bisschen ein technologisches Herzstück dieses Satelliten sein. Unser neuestes Produkt ist die Laserkommunikation. Da gehen wir in der Frequenz nochmal um Größenordnungen höher in den optischen Bereich. Da findet der Austausch zwischen Satelliten per Laserstrahl statt. Das heißt, einer der Satelliten sendet ein Lasersignal, das mit den Daten moduliert ist. Der andere empfängt es und der Gegenpart tut das Gleiche. So kann man eine sehr große Menge an Daten zwischen Satelliten austauschen. Für mich bedeutet New Space Next Space, und es ist auch nicht nur eine Bewegung, sondern es wird einfach ein Trend sein, der sich fortsetzen wird, dem Umstand geschuldet, dass wir auf Konstellationen setzen, die nicht mehr nur aus drei Satelliten, sondern aus Hunderten oder sogar Tausenden Satelliten bestehen werden. Somit wird sich für uns als Industrie die Frage stellen, wie sind wir in der Lage, ein und dasselbe Produkt in hoher Stückzahl zu produzieren. Hierbei haben wir gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik ein Projekt aufgesetzt, bei dem es darum geht, den gesamten Lebenszyklus eines Produktes zu untersuchen und dabei Ableitungen zu treffen und mithilfe von künstlicher Intelligenz sicherstellen können, dass wir die benötigte Produktqualität am Ende der Produktion auch erreichen. Die Faszination Raumfahrt ist nicht etwas, was nur uns als Managementteam motiviert, sondern auch die 1100 Mitarbeiter hier am Standort. Gefahren rechtzeitig zu erkennen und gegenzuwirken, das heißt also, wir bringen unseren Beitrag, um die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Die Telekommunikation oder grundsätzlich die Satellitenkommunikation wird immer mehr ein Teil für uns alle werden. Die neuesten Trends in der Satellitenentwicklung gehen in die Richtung weg von einzelnen sehr großen Satelliten, die im geostationären Orbit platziert sind, hin zu verteilten Systemen wie die bereits angesprochenen LEO-Konstellationen. Und wir tragen dazu bei, dass wir unsere Geräte kleiner und leichter, kostengünstiger machen, damit sie besser für diese LEO-Konstellationen geeignet sind. Diese Entwicklung braucht jedoch gewisse Zeit und auch einen sehr hohen Ressourceneinsatz. Müssen wir jetzt natürlich sehr viel stärker selber die Produktion so auslegen, dass wir sie überhaupt produzieren können in der Stückzahl, die gebraucht wird, mit dem gleichen Qualitätsstandard wie vorher. Weil wir uns einfach davon überzeugt sind, dass wenn immer mehr produziert werden muss, müssen wir das in einem sehr ressourcenschonenden Vorgang umsetzen. Wir liefern innovative Lösungen für Kommunikationssatelliten.
für Menschen und für eine bessere Zukunft.